Achtelfinalkracher in der UEFA Youth League für Schwarz-Gelb. Die Elf von Mike Tholberg bekommt dabei Besuch von den hochveranlagten Talenten aus Paris. Der Tabellenführer der U19-Staffel West legte gut los. Man kam ordentlich rein in dieses Spiel und hatte auch die ersten Möglichkeiten nach über 20 Minuten. Paris Brunner mit der bis dato besten Chance für den BVB. Die Gäste taten sich sehr schwer, gegen aggressiv agierende Borussen zu Tormöglichkeiten zu kommen, nutzten aber ihre erste starke Szene. Nach gut 40 Minuten war es Lemina, der 17-Jährige, der hier vollendet, am Ende nicht zu halten für Ostrinski im Tor der Borussia, die jedoch postwendend antworten konnte über Samuel Bamba. Immer noch Samuel Bamba, 1-1. Zwei Minuten hat es gedauert und der BVB schlägt zurück. Auch in den Playoffs gegen die Hibs zeigte man sich ja mit guter Moral, kam nach Rückstand zurück. Und das verhalf auch einmal mehr der schwarz-gelben Mannschaft hier in dieser Partie. Und auch in der zweiten Spielhälfte war die Elf von Mike Tholberg das Team mit den besseren Möglichkeiten. Bezeichnend dafür dieser Freistoß von Bamba, der nur ans Aluminium geht. In den Schlussminuten PSG in Unterzahl. Es gab die gelb-rote Karte für Wamungu und die Gäste hatten sogar trotz Unterzahl in der regulären Spielzeit auch noch die beste Möglichkeit, hier kurz vor Ende der Partie in Führung zu gehen. Aber es kam kein Tor und so bekommen wir hier dieses Elfmeterschießen. Beide Teams vom Punkt aus sehr sicher. Den fünften für den BVB vollendet Samuel Bamba eiskalt und krönt damit ein richtig gutes Fußballspiel. Und jetzt PSG und Ostrinski hält. Schwarz-Gelb steht in der UEFA Youth League zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der Runde der letzten acht. Semi, ihr habt es geschafft, ihr habt Paris Saint-Germain rausgekegelt. Was geht gerade in dir vor? Ich kann das nicht in Worte beschreiben, was für ein geiles Spiel das war. Einfach, es ging hin und her, Ich habe keine Worte, ich bin einfach glücklich auf mein Team, auf alle, auf den Staff, dass wir das geschafft haben. Diese Monsterarbeit, diese Herkulesarbeit, wie der Trainer gesagt hat, dass wir die einfach bearbeitet haben. Und das zeigt, was für ein starkes Team wir sind, dass wir alle zusammengeschweißt sind und dass wir einfach das Beste gegeben haben. Ihr habt in der ersten Halbzeit echt viele Chancen gehabt. Die Dinger gingen erstmal nicht rein, dann kamst du. Beschreib doch mal bitte die Erleichterung nach dem Tor. Ja, ich habe heute eine ungewohnte Position gespielt. Dann bin ich mal nach vorne gekommen. Dann hat Paris mir den Weg gut freigemacht. Dann musste ich einfach aufs Tor schießen. Dann war er drin. Aber wir sind immer dran geblieben. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir echt wirklich große Chancen gegen ein wirklich gutes Team heute auch. Mit tollen Einzelspielern. Und wie gesagt, das zeigt einfach, dass wir auch in Europa wirklich ein Kaliber sind, was nicht abzustreiten ist. Uns darf man nicht unterschätzen, sonst passiert sowas wie heute. Mike, kannst du schon fassen, was gerade passiert ist? Ich habe dran geglaubt. Ich wusste genau, mit meinem Trainerteam wussten wir ganz genau, wie wir diese eine Tag erwischen konnten. Der Plan ist 1-1 aufgegangen. Ich muss meinem Trainerteam auch mal ein riesen Lob aussprechen. Ich wollte was riskieren, was ganz anders. War ein bisschen Zweifel dran. Aber im Endeffekt sind wir alle mitgegangen und haben gesagt, das ist das, was wir die Jungs mitgeben. Eine Trainingseinheit mit Spielern von vier verschiedenen Mannschaften. Stellen wir das System um, spielen etwas anderes und dann gehen die raus. Und es geht mir gar nicht jetzt darum, dass wir einen Elfmeter jetzt am Ende gewinnen, aber wie die den Plan eingehalten haben. Wie wir in der ersten Halbzeit teilweise Fußball gespielt haben gegen Paris Saint-Germain. Das ist, oh, jetzt kommt mir Kinder. Ich habe auch meine eigenen Jungs zu Hause. Ja, da muss ich die Jungs einen riesen Respekt aussprechen. Und ich meine im Endeffekt, wir müssen mutig sein, müssen die Spieler auch. Wir setzen nach Cole hin, U17-Spieler, schießt Elfmeter, Michel, der zwei Minuten gespielt haben. Also das, was die Jungs heute geleistet haben, ist, also ich, ja, man muss aufpassen, dass man Jugendliche nicht so viel lobt, aber heute darf man die wirklich loben. Ich glaube, das ist einmalige Sache, was wir jetzt wieder machen, international. Ich bin sehr froh. Sichtbar die bessere Mannschaft. In der ersten, zweiten Halbzeit habt ihr so viele Chancen gehabt, aber nur ein Tor daraus gemacht. Macht es den Trainer dann auf der Trainerbank ein bisschen wahnsinnig, dass die Dinger nicht reingehen? Ja, aber das kenne ich ja die ganze Saison. Das habe ich auch mit erwartet. Nein. Haben auch ein Spiel, wir stellen um, so stehen wieder um zweite Halbzeit. Die Jungs gehen auf ihre Grenzen zu.
Wir sind bei uns geblieben. Ein toller Geschick, der offene Verein. Wir haben den Verein am besten vertreten jetzt im Jugendbereich. Und ich glaube, da können jeder drauf stolz sein. Auch die anderen Jugendtrainer, alle in NLZ, den ganzen Verein. Da freue ich mich sehr drüber. War ja noch schön, danke.